Aber sie erfinden ihre eigenen Berichte. Ich habe die Protokolle gesehen und mit den Rangern gesprochen. Tatsächlich? Irreführung. Wenn man umzingelt, zahlenmäßig unterlegen und 2 Tage von Hilfe entfernt ist, gibt es keinen besseren Freund. Ihre Führung hat mich so oft gerettet. Sie hat uns am Hoover-Damm gerettet. Aber das ist jetzt 5 Jahre her und Caesar ist direkt an diesem See. Er ist jetzt näher als je zuvor. Ich war auch mal jung. Ich weiß, wie es ist, wenn man für sein Zuhause kämpft. Das hier sieht anders aus. Warum haben Sie das gemacht? Er wird nie aufhören, dieser Kampf gegen Caesar. Die Leute daheim haben keine Ahnung davon, was diesen jungen Männern und Frauen bevorsteht. Die Legion ist der schlimmste Gegner, den wir je hatten. Aber wir können Caesar hier nicht aufhalten, ohne dass eine Menge guter Menschen sterben. Unzählige gute Menschen. Und auch wenn wir ihn aufhalten könnten, weiß ich nicht, wie wir jemals hier wegkommen sollten. Kämpfen Sie nicht für die Leute von New Vegas? Wir kämpfen für sie. Aber Mr. House und die Familien schaufeln unser Grab Zentimeter um Zentimeter. Sie saugen uns aus, während wir für diesen Damm kämpfen und sterben. Wir haben ihnen Zuflucht im RNK-Gebiet geboten, aber das interessierte sie nicht. Soldaten und Ranger sterben hier seit mehr als 5 Jahren, während die Familien es sich hinter dieser verdammten Mauer gemütlich machen. Was soll das Verbreiten falscher Informationen überhaupt bringen? Die Leute zu Hause hören uns nicht zu. Es ist ihnen egal. Senatoren, Brahmen, Barone, Menschen, die einfach den nächsten Tag erleben wollen. Das läuft schon so viele Jahre, dass die Leute es vergessen. Jeden Monat kommen frisch einberufene Soldaten hierher. Fast schon Routine. Und auch wenn wir diesen Damm halten, was dann? Schicken wir die Männer und Frauen der RNK nochmal 5 Jahre zum Sterben hierher? 10? Sollen sie auf der gesamten Länge des Colorado patrouillieren? Hunderte von Meilen, um den Damm zu halten? Das wird unser Ende sein. Aber was bringt das? Es schafft Angst und Instabilität unter den Soldaten, ohne wirklich zu schaden. Das Einzige, was mir eingefallen ist, um die Dinge hier aufzurütteln. Es mussten erst ein paar Leute sterben, bevor ich merkte, dass ich zu weit gegangen war. Ich musste aufhören. Was sollte ich Ihrer Meinung nach deswegen unternehmen? Das Naheliegendste wäre, mich festnehmen zu lassen. Aber angesichts der Umstände ist das wohl nicht die beste Wahl. Auch wenn Ihr Herz am richtigen Fleck ist, würde es wohl mehr schaden als nützen. Was werden Sie tun, wenn ich Sie nicht auffliegen lasse? Oliver hasst es, dass die Ranger das Lob für den Sieg am Damm bekamen. Egal, was ich empfehle, er macht das Gegenteil. Ich schlug den Kamm vor. Er platzierte seine Jungs direkt am Westteil des Dammes selbst. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um uns dort zu halten. Wenn die Soldaten zurückfallen, und das werden sie, decken die Ranger Olivers Rückzug. Wir verlieren den Damm, Oliver und der Senat sind ruiniert. Was ist mit Ihnen und den Rangern? Ranger sind Freiwillige. Alle Männer und Frauen, die sich verpflichten, sind bereit, für die RNK zu sterben. Ich eingeschlossen. Mich trifft ein großer Teil der Schuld. Da ist es nur richtig, dass ich bei Ihnen ausharre. Das ist Wahnsinn. Vielleicht 50 Ranger werden auf diesem Damm sterben. Jährlich verlieren wir mehr als 1000 Soldaten. Das ist Wahnsinn. Wir müssen hier weg. Sie haben mich überzeugt. Ich werde Ihr Geheimnis erstmal bewahren. Erstmal. Keine Ahnung, ob Sie für Caesar arbeiten oder ob die Verzweiflung mir ungeahnte Überredungskünste verliehen hat. Auf jeden Fall tun Sie das Richtige. Ich gehe davon aus, dass wir das nun erschöpfend besprochen haben. Ich werde durch diese Tür gehen und so tun, als hätte es das Gespräch nie gegeben. Okay. Return to Sender. Abgeschlossen. Ja, eine weitere Mission fertig. Wir haben aber noch einige. Weiter für Camp Fallen Hope hoffentlich.
zu Helios One gehen und die Vorräte suchen. Und hoffen, dass wir die auch bekommen irgendwie. Ich weiß nicht, was es mit der Waffenteile-Lieferung auf sich hat. Lieutenant Haggerty. Was gibt's? Ich wollte nach den Truppen sehen, die von Camp Fallen Hope geschickt wurden. Sie waren vor einer Weile hier. Hab ihnen gegeben, was ich konnte. Nicht viel. Aber so schlecht es uns hier auch geht, denen geht's schlechter. Ich habe Soldaten gesehen, die dorthin versetzt wurden. Das ist, als gäbe man ihnen ihr Todesurteil. So etwas wünsche ich niemandem. Wir haben einen GPS-Marker in die Versorgungskiste gelegt, falls Sie sie suchen wollen. Ihr Pip-Boy kann das Signal finden. Viel Glück. Pip-Boy. Okay. Bis später. Oh, irgendwie verschluckt. Ah, naja, auch egal. Wenn ich mich räusper, dann tut's mir ein bisschen leid. Ich werde erstmal zurück nach Novak gehen, denn ich will mal ein bisschen noch die Waffen und so ein Zeugs sortieren. Genau, sortieren war das richtige Wort. Und mal schauen, wo die. Wie heißt das? Gott, wie heißt denn das? Wo die Kiste ist, genau. So, ich nehme einfach mal alles mit von dir. Alles. Alles. Außer die sonstigen Sachen. Alles an Munition. Alles. Wirklich alles. Energiezellen, Flammenbrennstoff, Raketen, Mikrofusionszellen. Und von dir. Von dir, Boone, genau. Soll mir recht So. sein. Ich nehme dir alles mit. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Okay. Und jetzt wird aussortiert. Aber so richtig. Die sollte ich mal reparieren. Ne, ich sollte erstmal reparieren, alles, was repariert werden kann. Waffen. Reparieren. Ich schau mal durch, was repariert werden kann. Der Cowboy-Repetierer. Noch irgendwas. Das Plasmagewehr um einiges. Okay. An Kleidung dürfte ich nichts haben, was repariert werden kann. Doch die autoritäre Brille. Okay. Die ich jetzt nicht erwartet. Okay. Dann wollen wir mal. Weg, 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 wegpacken, wegpacken, wegpacken erstmal, wegpacken, 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 weg mitnehmen, weg, Sturmkarabiner erstmal mitnehmen. Weg, weg, mitnehmen. So. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. So, wollen wir mal hier jetzt ein bisschen was wegpacken. Sofern ich was finde, was ich nicht brauche. Quarz und Victory. Ja, Leute, tut mir leid. Ah, Schlüssel heute, so heißt es. Interessant. Ein bisschen an, wie heißt das? Organisation gehört schon dazu, ne? So, brauche ich nicht. Brauche ich schon. Brauche ich nicht. Brauche ich schon. Brauche ich gerade nicht. Brauche ich auch gerade nicht. Brauche ich. Brauche ich nicht. 5,56er brauche ich nicht. 5,56er brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich erst recht nicht. Schrotflintenmunition brauche ich nicht, Luftgewehr auch nicht, Mikrofusionszellen nicht und Raketen auch nicht. Wie gesagt, Organisation gehört dazu. Ich hoffe, ich habe genug Munition für die ganzen Sachen mit. Ich habe für die Knarre nichts mit, also kann ich die Knarre auch erstmal wegpacken. Und die Knarre kommt weg. Puff. So, und ich will mal den Sturmkarabiner zwischendurch ausprobieren. Kann ich den auf irgendwas packen? Nee, auf 4. Auch wenn er nicht gerade. Oh.
Was ist hier eine M16? Okay. Ist aber nicht gerade sehr... Ja, repariert. Aber wir haben eine Aufgabe. Und dazu müssen wir zum Windpark. Also gehen wir zu Gibsons Heim. Holen die Waffe raus, denn wir sehen Feinde auf dem Radar. Sehen aus von der Bewegungsgeschwindigkeit her. Geschwindigkeit. Ich habe gerade irgendwie so gepfeift. Mann, Mann, Mann. Sehen sehr nach Maulwurfsratten aus. Im Flug. Ich wollte eigentlich mal den Sturmkarabiner austesten. Gegen die Maulwurfsratten. Ja, okay. Ist recht genau. Er sieht echt aus wie eine M16. Müsste eine M16 auch sein. Naja, es ist ja auch egal. Wir rennen jetzt damit rum und das ist das Wichtige. Und hier dürfte der vorhin benannte Windpark sein. Und da sind Feinde. Kassadore, wie ich es schon gesehen habe. Gefällt mir erstmal noch nicht, weil ich sie sicher nicht treffe. Nimm das. Ich auch sicher nicht treffsicher genug bin, was Kassadora angeht. Holy shit, da habe ich einen einfach weggefetzt. Ah, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das gut fand, dass ich den weggefetzt habe. Oder ob es eher eine doofe Idee war. Ich bin mir bei Kassadora nie sicher. Ich meine, es sind Kassadore. Ich hasse die Viecher. Ich hasse sie abgrundtief. Na los, kommt her. Ihr seid doch so flink, oder seid ihr es nicht? Was machst du da? Oh shit, haben sie uns erkannt? Nein, haben sie nicht. Sie haben Eddie erkannt, aber nicht mich. Jetzt dürfen sie uns erkannt haben. Eieiei. Eieiei. Gefällt mir alles nicht. Eieiei. Ich mag's nicht, wenn die Waffe so eine Ladehemmung hat. Ladehemmung? Nennt man das so? Mit hervorgehobener Waffe ankommst. Echt ein Traum. Wow. Dein Arsch gehört mir. Oh shit. Und ich bin müde. Was mir auch nicht sehr gefällt. Ihr macht alles tot, oder? Kann ich auf euch dabei zählen, dass ihr alles tot macht? Dann müsste ich nicht so viel Munition verschwenden. Ich renne jetzt einfach eiskalt hin. Und wenn hier was ist an Viech, dann sollen die es bitte töten. Oder ich werde sterben. Windpark Wartungshütte. Was haben wir hier? Musik, die wir nicht brauchen. Danke. Eine Metallkiste. Was da wohl drin ist? Ja, nichts Gutes. Im Fallout 3 würde ich Altmetall immer mitnehmen. Aber jetzt brauche ich es echt nicht. So, ich habe sowohl Hunger als auch Müdigkeit. Und da scheinen menschliche Gegner zu sein. Nee, nicht menschliche. Aber langsame Gegner. Willkommen zu Sniper Ghost Warrior. Nein, eher Sniper Elite Version 2. Ne, Version 3 ist das hier schon. Ach ne, Version 3 ist ja auch schon angekündigt. Dann ist das hier Version 15. Einfach nur, weil ich es kann.
So, das war's dann von dieser Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, wie auch alle meine anderen hoffentlich. Ihr seht hier noch meine anderen Projekte, Darksiders, Dead Space. Und des Weiteren wünsche ich euch eigentlich nur noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Also, bis dann.